Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Flui0392 und ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Format Angezockt, wo wir die coolsten und interessantesten Videospiele antesten. Heute Tales of Berseria Demo. Wir schauen uns heute ganz genau die Demo-Version von Tales of Berseria an, die seit dem 10. Januar 2017 im PlayStation Store sich befindet. Wir schauen uns heute ganz genau an, ob der neue Tales of Teil etwas taugt oder einfach nur ein Epic Fail ist. Kommen wir als erstes zu den Modis, die ihr in dieser Demo-Version spielen könnt. Auf der linken Seite habt ihr den Szenario-Modus, wo ihr einen kleinen Einblick in die Story bekommt und euch an einen wunderschönen Strand umgucken könnt. Außerdem erwartet euch am Ende ein kleiner, knackiger Bosskampf. Auf der rechten Seite habt ihr den Kampfmodus, wo ihr nach Lust und Laune auf verschiedene Monster kloppen könnt. Außerdem erwarten euch dort neue Features des Spiels. Eure Hauptaufgabe in diesem Modus besteht darin, zwei starke Dämonen zu schlagen. Kleine Information am Rande, das Tutorial könnt ihr auf beiden Seiten aktivieren, damit ihr einen kleinen Einblick in das Kampfsystem und die Steuerung erhaltet. Kommen wir nun zu der Story von Tales of Berseria. Seit 3 Jahren lebt die Welt in Verwirrung, seit die Krankheit Gomabua ausgebrochen ist. Diese verwandelt Menschen in Monster. Dabei begleiten wir die Hauptcharakterin Velvet. Velvet lebte noch vor 3 Jahren in einem friedlichen, abgelegenen Ort ganz weit weg von der Königsstadt. Velvet lebte noch vor 3 Jahren in einem kleinen, abgeschiedenen Ort ganz friedlich der Königsstadt. Aber das änderte sich in der Nacht des scharlachroten Mondes. In dieser Nacht wurde sie verraten von den Leuten, die sie glaubte zu vertrauen. Sie verlierte nicht nur ihre Freunde und Verwandte, sondern auch ihren linken Arm und verwandelte sich in eine Hand des Dämons, die nun Monster frisst. 3 Jahre sind seitdem vergangen und Velvet ist jetzt auf der Suche nach den Leuten, die sie verraten hat, und versucht dabei Recht und Ordnung wieder herzustellen in der Welt. Auf der Reise trifft sie unter anderem neue Freunde. Kommen wir nun zum Kampfsystem von Tales of Berseria. Generell ist die Tales of Saga ein Action-RPG. Das heißt, dass ihr nicht nur taktisch denken müsst, sondern auch kräftig selber draufkloppen müsst, indem ihr wie in diesen Kämpfen hier entweder die X-, Kreis-, Viereck- oder Dreieck-Taste verwendet, um auf den Gegner zuzuschlagen. Doch ihr solltet aufpassen, weil ihr nicht die ganze Zeit auf das Monster draufkloppen könnt. Denn links unten ist nicht nur eure KP-Leiste, sondern auch 5 Quadrate. Und sollten diese 5 Quadrate im roten bzw. im schwarzen Bereich sein, dann könnt ihr für eine Zeit lang nicht angreifen. Das heißt, ihr könnt nicht die ganze Zeit draufkloppen, denn irgendwann ist Velvet erschöpft und braucht eine kleine Pause und eure Mitkämpfer müssen diesen Job erledigen. In der Demo-Version könnt ihr, wenn in dem kleinen gelben Kreis eine 1 vorhanden ist, einfach das Steuerkreuz nach oben drücken und mit einem anderen Charakter aus eurer Party wechseln, der dann den Kampf für euch übernimmt, um so variablen Schaden zu machen. In der Demo-Version verfügt ihr auch über eine Spezialattacke, die ihr durch Drücken des R2-Buttons betätigen könnt und so deutlich mehr Schaden beim Gegner anrichten könnt. Dieser hält aber nicht für immer, dieser hält aber nicht den ganzen Kampf lang, sondern nur für eine kurze Zeit, für 2 bis 3 Angriffe. Wie viele KP oder HP euer Kontrahent auf der Gegenseite noch besitzt, könnt ihr an seinem Kreis erkennen, der über seinem Sprite schwebt. Sollte dieser Kreis komplett in den schwarzen Bereich einkehren, ist der Gegner besiegt und der Kampf beendet und ihr haltet am Ende Erfahrung und Items. In der Demo-Version erhaltet ihr aber keine XP. Drückt ihr in der Overworld die PlayStation-Taste, kommt ihr in das Optionsmenü, wo ihr im Grunde alles auf einen Blick habt. Ihr seht hier nicht nur eure Item-Gegenstände, die ihr im Kampf verwenden könnt, um eure Charaktere kurzfristig zu verstärken
oder sogar im Notfall zu heilen, sondern ihr findet ja auch die Möglichkeit, eure Charaktere zu individualisieren und besser auszurüsten. Individualisieren darin, dass ihr eure eigene Taktik zusammenstellt, sei es ein Charakter, der für euch zu oft angreift, der aber mehr in die Defensive wechseln soll, weil er nicht so viel aushält, dann könnt ihr hier einstellen, dass der Charakter einfach mal ein bisschen mehr defensiver ist. Außerdem könnt ihr auch hier die Ausrüstung ändern, sei es die Waffe, die Kleidung oder die Schuhe. Außerdem habt ihr auch die ganzen Stats eurer Charaktere hier in diesem Optionsmenü wunderbar auf einen Blick. Ihr könnt hier sehen, wie hoch der Angriff, die Verteidigung oder der Fokus ist eures Charakters. Das Optionsmenü ist sehr übersichtlich gestaltet. Ihr könnt dort ganz genau sehen, was ihr besitzt, was ihr noch nicht besitzt und was ihr vielleicht braucht oder was ihr sogar schon zu viel habt. Ihr könnt hier genau unterteilen, was für Artes ihr besitzt, was ihr für Heilgegenstände besitzt, was ihr für Schuhe, was ihr für Kleidung oder was ihr für Waffen besitzt. Alles könnt ihr nacheinander unterteilen. Wie immer könnt ihr eure Charaktere Tales of typisch individualisieren und sie lustige Sachen anziehen. Sei es ein lustiger Hut, eine lustige Brille oder etwas Witziges auf der Schulter. Im Grunde, besonders dank der DLCs, ist in Tales of im Grunde vieles möglich. Sei es, dass ihr einen männlichen Charakter zum Beispiel Feenflügel aufsetzt oder einen witzigen Hut aufsetzt. All das ist möglich in Tales of. Natürlich kommt ihr im Optionsmenü auch zu dem Punkt, wo ihr die Möglichkeit besitzt, Sound- und Kameraeinstellung nach eurem Belieben zu verändern. Ihr könnt hier im Optionsmenü eure ganz eigene Spielweise erstellen und vielleicht einige Stunden Zeit darin versenken, um euren perfekten Spielstil herauszufinden, hier in Tales of Berseria. Natürlich könnt ihr die PlayStation-Taste auch im Kampf verwenden. Beim Drücken der PlayStation-Taste kommt ihr in ein kleineres Optionsmenü, wo ihr unter anderem die Artes verändern könnt, also sozusagen eure magischen Angriffe, oder die Taktik, falls sie bei eurem Bosskampf fehlgeschlagen ist, könnt ihr hier eure Taktik verändern oder falls möglich eure Charaktere sogar heilen oder kurzfristig zu verstärken. Die R2-Taste ist auch in der Overworld definitiv ziemlich hilfreich, denn sie lässt ein kleines Surfbrett erscheinen, mit dem ihr dann durch die Gegend schneller sliden könnt. Auf der Overworld könnt ihr kleine Kügelchen sammeln. Mit diesen könnt ihr sogenannte Katzenkisten öffnen. Diese enthalten dann besondere Items, sei es starke Heil-Items oder Ausrüstung oder halt diese Kostüme, wie ich hier zum Beispiel einen Piratenhut gefunden habe. Auf der Overworld findet ihr natürlich auch glänzende Sachen oder die obligatorischen Kisten. Diese enthalten meist Materialien. Oder in den Kisten teilweise auch starke Ausrüstung. Diese sind aber dann hierbei relativ selten und größtenteils findet ihr hier, wie gesagt, nur die Materialien. Vielleicht werden sich die ein oder anderen unter euch fragen, wie die Synchronisation bei Tales of Berseria so ist. Hierbei gibt es die englische und die japanische Synchro. Ich habe mich beim Spielen der Demo für die japanische Synchro entschlossen. Wer die Synchronsprecher sind und wie sie klingen, das erfahrt ihr dann jetzt hier gleich.息をするように嘘をつけるのが女。女の嘘を決して見抜けないのが男。わかる。わかるぜ。二人とも、とても辛い思い出があるみたいだね。刀で切られた傷よりも、女につけられた心の傷の方が治りが遅いのさ。そんなに？女の涙には気をつけろ。決して女には油断をするな。 これだけは覚えておけ。女の涙には気をつけろ。油断するな。ちょっと、あんたたちライフセットに変なことを教えないでよね。真実だ。あんまり余計なことを吹き込むなら、あんたたち食らうから。おお、怖い怖い。剣士も海賊も女で苦労しとるようじゃのう。ま、そのめんどくささが女というものじゃよ。 わしはお主らに強い同情と深い同情を感じるぞ。
今のベルベットとマギルーをどう思った？ベルベットはロクローたちを食べたりしないし、マギルーに分かってもらえてる感じはしなかった。女を見かけで判断するなというのはそういうことだ。そしてお前はそれができているようだ。あ、うん、私は違いますからね。感情と関係なく涙を自在に操る女性はいますが、みんながそうではありませんし、嘘が嫌いです。アイゼンや六郎の出会った女性が極端だっただけです。エレノアは嘘が嫌いなんだね。え、あ、はい。ライフセットが俺たちのようにならないようにお前が見本を示してやってくれ。言われなくてもそうさせていただきます。Für das Spielen der Demo-Version habe ich etwa eine Stunde gebraucht. Das ist eine ordentliche Spielzeit, um herauszufinden, ob Tales of Berseria etwas für einen ist oder ob man es lieber lassen sollte. Ich persönlich fand die Demo durchaus unterhaltsam, besonders der Strandabschnitt hat mir am meisten gefallen. Das Kampfsystem geht leicht von der Hand, auch wenn ich hoffe, dass es im vollständigen Spiel etwas variabler ist. Denn das Kampfsystem langweilt nach einer Zeit, dadurch, dass es im Grunde nur noch ein reines Knöpfe-Gespamme ist. Dreieck, Viereck, Kreis, X, Dreieck, Viereck, Dreieck, Kreis und vielleicht ab und zu mal die R2-Taste zu betätigen oder vielleicht mal das Steuerkreuz. Deswegen hoffe ich, dass in der Vollversion das Kampfsystem etwas variabler ist. Aber der Grafikstil und auch die Synchronstimmen haben mir durchaus zugesagt und ich glaube, Tales of Berseria könnte ein interessanter Titel werden. Wir dürfen gespannt sein. Falls euch das jetzt überzeugt hat, Tales of Berseria zu kaufen, dann könnt ihr unten in der Videobeschreibung einen Amazon-Link zu dem Spiel finden und es vorbestellen. Ich hoffe, der kleine Eindruck in Tales of Berseria hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Fluizocker.